In diesem Video geht es jetzt mal darum, was passiert eigentlich mit den Wahrscheinlichkeiten, wenn ich ein Zufallsexperiment öfters wiederhole. Und dazu nehmen wir nochmal diese Münze her. Das einfachste Experiment, was wir bis jetzt kennengelernt haben. Mit den zwei Seiten, also mit der Kopfseite und mit der Seite mit der Zahl. Das Experiment war ja, dass wir die Münze hochwerfen, auffangen und danach schauen, was oben liegt. Ja, und bei diesem Zufallsexperiment gibt es ja genau zwei mögliche Ergebnisse, dass eben der Kopf oben liegt oder dass die Zahl oben liegt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kopf oben liegt, die beträgt genau 1/2 und das ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl oben liegt. Und wenn ich die beiden Wahrscheinlichkeiten zusammenzähle, kriege ich natürlich 1. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben überhaupt ein Ergebnis gibt, dass nämlich Kopf oder Zahl oben liegen. Und so ist es ja bei allen Zufallsexperimenten. Also die Summe der Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ergebnisse des Experiments, wenn ich alle möglichen Ergebnisse mit ihren Wahrscheinlichkeiten aufsummiere, dann muss ich ja immer 1 erhalten, denn irgendwas muss ja bei so einem Experiment immer rauskommen. Ja, und jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt werfe ich die Münze mal zweimal hintereinander und dann möchte ich wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt im ersten Wurf einen Kopf habe und dann im zweiten Wurf auch einen Kopf habe. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist, dass ich mir mal die ganzen möglichen Ergebnisse hier aufschreibe. Also möglich ist auf jeden Fall bei zwei Würfen, dass ich im ersten Wurf Kopf habe, im zweiten Wurf Kopf habe. Das ist klar. Im ersten Wurf kann Kopf rauskommen, im zweiten Wurf kann Zahl rauskommen, beim ersten Wurf kann Zahl rauskommen und beim zweiten Kopf und beim ersten Wurf Zahl und beim zweiten Wurf Zahl. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich zweimal hintereinander die Münze werfe. Ich habe hier vier Möglichkeiten. Es gibt vier Ergebnisse. Vier Ergebnisse des Zufallsexperiments, das dann heißt, ich werfe die Münze zweimal. Und die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes dieser vier Ergebnisse ist dann natürlich auch 1/4. Das brauche ich ja bloß abzählen. Also vier mögliche Ergebnisse gibt es. Eins davon ist das, was hier beschrieben wird, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit 1/4. Und das könnte ich jetzt auch anders ermitteln. Und hier oben kenne ich ja die Wahrscheinlichkeiten jetzt schon von dem einfachen Experiment. Das heißt, ich könnte hier auch sagen, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf im ersten Wurf kommt, mal die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf im zweiten Wurf kommt. Und das war ja jeweils 1/2, also diese Wahrscheinlichkeit war ja 1/2, diese Wahrscheinlichkeit war 1/2 und 1/2 mal 1/2 gibt mir dann auch 1/4. Ja, wann kann ich das so multiplizieren? Wenn die zwei Ereignisse hier unabhängig voneinander sind. Wenn also das Ergebnis des ersten Wurfes in keiner Weise das Ergebnis des zweiten Wurfes beeinflusst. Und so ist es ja bei der Münze. Im Gegensatz zu dem, was manche Spieler vielleicht glauben, die glauben vielleicht, wenn ich jetzt fünfmal Zahl hatte, dass beim sechsten Wurf dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Kopf kommt. Das ist Quatsch. Das Ergebnis des Münzwurfs hängt überhaupt nicht davon ab, was in der Vergangenheit passiert ist. Jeder neue Wurf startet mit derselben Wahrscheinlichkeit. Und das gilt auch, wenn ich tausendmal vorher nur Zahl geworfen habe. Obwohl ich dann natürlich langsam an der Fairness der Münze zweifeln müsste und die Münze mal genauer untersuchen sollte. Ja, also das sind unabhängige Ereignisse. Jeder Wurf ist ein unabhängiges Ereignis, nicht abhängig von dem, was vorher passiert ist. Und für solche unabhängigen Ereignisse gilt dann die Regel, dass die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Folge von Ereignissen dasselbe ist wie das Produkt der Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ereignisse, die dann in dieser Folge hier enthalten sind. Das können wir jetzt ja nochmal erweitern. Wir können ja jetzt drei Versuche hintereinander machen. Also wir sagen uns, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zuerst eine Zahl bekomme, dann soll der Kopf kommen und dann soll wieder die Zahl kommen. Und da kommt es jetzt auf die Reihenfolge an. Also bei unserer Betrachtung hier wollen wir genau, dass das in dieser Reihenfolge kommt. Also zuerst beim ersten Wurf soll Zahl kommen, dann Kopf, dann Zahl. Es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, ich habe zweimal Zahl und dann Kopf so in Summe. Das wäre dann eine ganz andere Rechnung. Zuerst Zahl, dann Kopf, dann Zahl. Und das ist eben genau die Wahrscheinlichkeit, dass hier Zahl kommt. Das wäre sozusagen der
erste Wurf mal die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt, das wäre der zweite Wurf, und dann die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl kommt, das wäre hier der dritte Wurf. Und das können wir deshalb schreiben, weil wir wissen, dass diese einzelnen Ereignisse hier eben völlig unabhängig voneinander sind. Und das war ja wieder ein halb. Und das war ein halb. Und das war ein halb. Das heißt, wir kriegen hier raus das Ganze ein halb mal ein halb mal ein halb. Das ist ein Achtel. Und das können wir auch wieder bestätigen dadurch, dass wir die Einzelergebnisse aufschreiben. Und in dem Fall würden die Einzelergebnisse ja lauten, dass ich sage, dreimal Kopf, 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 Kopf ist ein mögliches Ergebnis, Kopf, Kopf, Zahl ist ein mögliches Ergebnis, Kopf, Zahl, Kopf. Da muss man richtig aufpassen, dass man jetzt nichts auslässt hier. Kopf, Zahl, Zahl ist ein mögliches Ergebnis, Zahl, Kopf, Kopf. Dann gibt es Zahl, Kopf, Zahl, 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 Kopf. Und dann natürlich Zahl, Zahl, Zahl. Und wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mögliche Ergebnisse gibt es da. Und wenn ich jetzt eins dieser Ergebnisse hier herausgreife, also das ist ja hier Zahl, Kopfzahl, das wäre genau das hier, das habe ich mir rausgegriffen. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dann gerade ein Achtel. 8 mögliche Ergebnisse, 1. Eins ist das Ereignis, was ich mir definiert habe. Ein Achtel beträgt die Wahrscheinlichkeit dafür. Und das kann, ist eben genau gerade dasselbe, was ich auch erwartet habe. Wenn ich jetzt diese Folge von Ereignissen zerlege in die einzelnen Ereignisse und die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ereignisse miteinander multipliziere, komme ich hier eben zu genau demselben Ergebnis.